Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Spin Tires. Ich will es jetzt nochmal probieren hier mit diesem kleinen Geländefahrzeug, mit dem kleinen Jeep hier. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bin ja nicht so optimistisch. Wie sich jetzt rausgestellt hat, ist dieses Spiel unglaublich schwer. Finde ich. Differentialsperre, Allrad, Handbremse, okay, gucken wir mal. Ich habe auch eine Winde, sehe ich gerade, Winde aus. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas machen können mit der Winde. Wir müssen jetzt blöderweise da durch den Fluss durch. Weiß ich noch ja nicht, wie ich das mache. Wir müssen auf jeden Fall erstmal durch den Fluss durch. Wie sieht es denn hier aus? Ist das weich? Ja. Nee, hart. Sieht relativ hart aus. Und jetzt müssen wir durch den Fluss durch. Das sieht für mich aber doch schon extrem schlammig aus, alles. Fahre ich nur rechts oder links? Ich könnte auch da hinten über den Fluss rüberfahren. Ich fahr mal hier lang, mal gucken. Es ist wirklich höllisch schwer. Ich habe eben mal so zwei, drei Versuche gemacht. Bin nicht weit gekommen, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir. Nein! 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 Fuck! Oh, Alter, das war knapp. Ich glaube nicht, dass ich hier durch den Fluss durchkomme. Das schaffe ich nie. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als hier mit Schwung zu versuchen, durch den Fluss irgendwie durchzukommen. Los, komm, komm, du schaffst es. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Alter. Oh, ich hab's geschafft. Ein Stück zurückfahren. Oh, wow. Wenn ich jetzt da straight durchfahre, gerade, dann komme ich zu dem anderen Fahrzeug. Ich habe auch die Winde noch nie probiert. Ist auch gar nicht. Nein, warte mal, bleib mal stehen. Handbremse. Wie kann man diese komische Winde. Mal gucken. Oder ich teste hier. Warte mal, die Winde. Winde. Allrad aus. Handbremse an. Differentialsperre. Ich glaube, ich habe gar keine Winde. Okay, weiter geht's. Allrad an, alles an. So, wenn ich Glück habe, komme ich jetzt hier rüber. Da ist ein bisschen fester. Oh. Komm, 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 du schaffst es. Schaffst du. Die Handbremse ist noch an. Okay. So. Da hinten sehe ich schon den nächsten Wagen. Hier muss ich durch. Für mich sieht es hier ziemlich fest aus, alles. Oh, es gibt hier sogar eine Art Innenansicht. So, dann könnte ich im Prinzip sogar wechseln, glaube ich, und mit dem anderen Wagen weiterfahren. Typ B 130 freigeschaltet. Wie sieht denn der aus? Nicht schlecht. Ich habe aber keinen Bock, mit dem Typ B 130 weiterzufahren. Ziel. Ah, da hinten ist das Ziel. Da ist eine Werkstatt. Da kann man ein Holztier vor. So, da haben wir schon wieder durch die Bäume durchfahren. Ich probiere es mal. Da lang fahren. Oh. Hier gleich durch, gerade durch. Komm, 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 schaffst du, schaffst du. Auch da. Ja. Habe ich aber überhaupt keinen Bock.
Die Logik sagt mir, da komme ich nie durch. Ich könnte jetzt darüber fahren, wenn ich es schaffe. Oh nee, oder? Komm bitte, 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 bitte. Ja. So. Und jetzt vielleicht da unten durch den Fluss durch? Hier durch? Das? Ja. Und jetzt hier? Okay. Na, jetzt müsste ich da rüber, oder wie? Wo bin ich? Wie fahre ich jetzt? Oh, ich bin völlig falsch. Ich bin völlig falsch. Ich muss zurück. Entschuldigung. Ich muss zurück. Ah, das ist aber ungünstig. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Das wird er nicht schaffen, rückwärts hier hochkommen, oder? Doch. Hauptsache, er fällt nicht um. Nicht umfallen. Nicht umfallen. Das ist der Baum. Da falle ich Gott sei Dank nicht um. Dann hier durch. Oh, oh, oh. 30 Schaden. Oh, 30 Schaden ist so... Nee, ich bin schon im Baum drin. Da lang. Oh, wow. Muss da lang irgendwie. Okay. So, jetzt müsste ich rechts fahren. Dadurch, durch die zwei Bäume. So. Okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Hier muss ich lang, oder? Nee, ich müsste weiter rechts da lang. Wie komme ich denn da lang? Ein Stück zurück nochmal. Und dann hier durch die wilden Bäume vielleicht durch. Wenn ich da durchpasse. So. Und das ist jetzt im Prinzip diese Straße. Nein! Fuck! Das war's. Das war's. Ich hab's wieder nicht geschafft. Alter, das ist ja höllisch schwer. Dass ihr wusst hätte. Kann ich hier auch nichts machen. Ich hab ja keine Winde. Ich kann auch den Motor nicht nochmal starten. Müssen wir nochmal von vorne anfangen, wie es aussieht, oder? Prüfgelände, was ist denn Prüfgelände? Mal ausprobieren. Ach, da können wir scheinbar so ein bisschen die Fahrzeuge testen. Wollen wir mal testen? Testen mein Fahrzeug hier. Bus voll los. Allrad. Was ist denn? Ich weiß ja nicht, was Differentialsperre ist, glaube ich. Differential, es gibt, glaube ich, ein Differentialgetriebe und die Differentialsperre, die. Keine Ahnung. Jo, hier diese Spinter-S Let's Play ist doch wirklich schon extrem im Noob-Bereich angesiedelt. Im Noob-Bereich. Professional Noob. Du alte Russ. Handbremse aus. Allrad. An. Handbremse aus. So, was gibt's hier? Gibt's hier ein Ziel? Sandige Strecke. Werkstatt ist gesperrt. Warum ist die Werkstatt gesperrt? Ich will jetzt in die Werkstatt fahren.
Nein. Nein. Es kommt wahr. Wenigstens hat er ein Allrad. 7 Schaden wegen diesem blöden Baumstamm. So, komme ich jetzt schon Richtung Werkstatt? Nö. Nö, ich fahr ganz woanders lang. Naja, ist egal. Fahren wir noch mal ein bisschen Test rum und in der nächsten Runde fange ich dann noch mal neu an. Es ist wirklich schwer. Um es noch schwerer zu machen, probiere ich mal da hochzufahren. Es ist ja nicht so extrem schlammig hier. Die Lenkung ist extrem. Nein! 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 Und wenn wir jetzt hier eben am Kreis waren, dann kommen wir da zu der Asphaltstraße, Sumpf, Kraftstoffecke. Also wir müssen jetzt im Prinzip diese Straße hier weiterfahren. Dann würden wir zur Werkstatt kommen. Ich war noch nie bei einer Werkstatt. Mal gucken, was dann passiert. Aua, schon wieder Schaden. Fahrzeugwechsel. Wo war eigentlich die Hupe? So, da ist die Asphaltstraße. Oh, das wäre natürlich jetzt richtig entspannt, auf einer Asphaltstraße mal zu fahren. Ich gehe mal davon aus, dass das wieder die falsche Richtung ist, oder? Ah, auf der Asphaltstraße könnte ich jetzt eben im Kreis fahren. Mache ich einfach mal. 40 ja ganz entspannt hier. Und dann komme ich direkt bei der Werkstatt an. Ja, das ist hier wahrscheinlich ein Übungsgelände. Alter, komm. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Da vorne ist doch die Werkstatt, ich will da schon die Lampen leuchten. Scheinbar wird es langsam schon wieder dunkel. Ja, los, los, los. Nein, was ist denn hier los? Das ist kein Wasser, das ist ein Platz. Ein Werkstattplatz. Achtung, Baumstamm. Werkstatt ist gesperrt. Warum ist die Werkstatt gesperrt? Wollt ihr mich verarschen? Ist die immer noch gesperrt? Holz? Kann ich nicht laden. Da habe ich nicht das entsprechende Werkzeug. Da habe ich nicht den entsprechenden Wagen für, um Holz zu laden. Ich hoffe doch mal, dass ich tanken kann, oder? Ist alles immer noch gesperrt. ...141 Schaden. Buschige Weide. Buschige Weide, Kraftstoffholzwerkstatt, alt gesperrt. Warum ist das alt gesperrt? Keine Ahnung. Ach da, Prüfelände, keine Erfolge. Ach, da muss ich erst Erfolge freischalten. Oh, oh, Ufo-Mann, was bist du nur für ein Noob? Ich sehe mich nicht als Noob, man kann nicht immer gewinnen. Ich habe ja auch gar keine Übung in dem Spiel.
meine, die Strecke hier, die finde ich richtig cool. Die kannst du durchbrauten wie nichts. Wasser, okay, da möchte ich nicht durchfahren. Wichtig ist, dass es Spaß macht. So, hier hochfahren? Ja, los, Körper hoch, da hoch. Ist aber langweilig, diese Übungsstrecke hier ist langweilig. Okay, ich versuch's dann in der nächsten Folge nochmal mit dem kleinen Jeep. Und ja, fall um. Ich habe auch noch nicht so wirklich rausbekommen, aber ich glaube, man muss einfach nur diese Punkte abfahren und dann irgendwie neue Sachen freischalten. Man kann die ja auch updaten, irgendwie die Fahrzeuge, um die dann zu verbessern und noch besser zu fahren. Vielleicht kann man noch zusätzliche Maps freischalten, weiß ich nicht. Es gibt ja auch tausende von Mods. Man kann natürlich bestimmt viele zusätzliche Karten per Mod installieren. Es gibt auch irgendwie verschiedenste Fahrzeuge per Mod. Vielleicht probiere ich mal ein paar Mods aus, mal sehen. Aber erstmal will ich ganz normal in der nächsten Runde nochmal mit dem Jeep losfahren und mal gucken, inwiefern, wie weit wir da die Karte erkunden können. Ich bin da nicht so optimistisch, aber ich werde es trotzdem mal probieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, das war hier Noob Action, Noob Chaos mit UFO Mann. Dankeschön, tschüss.